Hallo liebe Leute und damit herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Anstoß 3. Ja, heute wie immer drei Spiele stehen an. Und zwar gegen FC Elchen in Champions League, Bayern München und gegen FC Ingolstadt. Das sind unsere drei Partien heute. Ja, Bayern steht auf Platz 1 mit 28 Punkten. Da könnten wir ja in dem Spiel vorbeiziehen. Außerdem ist Ingolstadt letzter. Also wir spielen gegen den ersten und gegen den letzten davon ab. Und ja, wir wollen ja den Börtner verpflichten, da ja der Belic richtig lange verletzt ist. 15 Wochen. Bastosch 11 Wochen. Wir können ja mal gucken. Ja, der Belic wäre fit gegen Duisburg und der Bastosch gegen Borussia Dortmund. Da muss man halt gucken, wann man gegen die nochmal spielt. Also, wir besuchen die beiden aber mal. Würde ich jetzt mal so sagen, dass wir das mal machen. Außerdem, Leo Dotter kriegt ein Einzelgespräch und der Bernsdorf. Ja, ansonsten würde ich auch noch Abby ein Einzelgespräch machen, weil Champions League steht ja auch jetzt an. Brune. Und ja, da wäre es dann. Und dann wollen wir mal in die nächste Woche starten, würde ich sagen, ne? So, der Bastosch findet es toll, dass wir uns auch um die Verletzten kümmern. Achmed lässt im Training eine unglaubliche Granate los. Der Ball scheint unhaltbar, doch Marcelo S. Sinani kommt noch heran und kugelt sich dabei den Finger aus. Er kann 5 Tage nur mit Schmerzen spielen. Erst verletzt sich der Belic und jetzt auch noch Sinani. Belic freut sich über unseren Besuch. So, wir haben dann Verhandlungen mit Börtner. Er möchte einen 4-Jahres-Vertrag. Ich glaube, der hat einen Sitzen, ey. Mindestens 4 Jahre. Ja. Wir können auch nicht hochgehen. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen hier runter an Geld. Dann machen wir hier 10.000. Ab sofort. Ja, dann machen wir aber Option raus. Also, da brauche ich keine Option. 1,85 Millionen für einen 34-Jährigen. Ist das der Hans-Jürg Both? Der hier der Geschäftsführer ist. Oder der Sportdirektor, wie auch immer. Der Hans-Jürg Both, ist auch mal was. Falls das der ist, ne? So, 1,85 Millionen. Die Hälfte wäre jetzt 900.000. Dann gehen wir mal auf 900.000. 1,8. Machen wir 950.000. So, können wir mal gucken, ob wir das irgendwie trotzdem runterhandeln können. Zum Teil. Ja, okay. Ja, mit 1,5 Millionen wechselt er damit ab sofort zu uns. Rashidi hat sich im Training verletzt. Achillessehnenreizung. So, Leo Dotter ist erfreut über dieses Lob. Börtner kriegt dann die... Ja, wie alt ist der? 34, ne? Kriegt er die 34. Entsprechend sein Alter. Kriegt er die Nummer. So. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Sinani kann spielen, okay. Allerdings Risiko. Also der ist angeschlagen. Dann würde ich sagen, der Sinani, falls er noch im Ligabetrieb angeschlagen ist, werden wir wahrscheinlich den Börtner reinpacken. Machen wir so dann. So, Achmed kann wieder komplett spielen. Nanami kommt auf der Bank für den Brune, würde ich sagen. Ist Champions League, ne? Meffert kommt dann mit. Ach, der Golubitzki kann gar nicht mitspielen, ne? Oh, jo, der ist gelb gesperrt. Ja gut, dann kommt Meffert von Anfang an rein. Kanda kommt dann wenigstens auf die Bank. Ja, wer kommt denn dann noch auf die Bank? Ox, sagen wir mal Rutherford. Ja, komm, nehmen wir mal Rutherford mit. So, wir spielen auf jeden Fall auswärts. Rau können wir so lassen. Ja. Und dann let's go, ne? 33.732 Zuschauer ausverkauft, 7.058 sind aus Gelsenkirchen mitgereist und Oliver Pocher tippt ein 1:2 auf uns. Ein Sieg wäre natürlich sehr gut. Und da ist direkt das 0:1, Montgomery, Achmed, Vorlage, Polozzi, sehr schön. So setzen wir uns, das ist schon mal ein Ausrufezeichen. So, Ihara, Bowman spielt sofort an die Strafraumecke zurück. Ihara schlägt mal hoch Richtung Eckfahne.
Bowman bringt den Ball unter Kontrolle, zieht eine scharfe Flanke in den Strafraum. Aber landet auf der anderen Seite des Feldes. Oh, Bayern führt auch schon 2-1 gegen Leverkusen. Direkt ein deutsches Duell. Dortmund liegt 0-1 gegen Southampton zurück. Na gut. So, Ahmed kann den Zweikampf mit dem Zweikampf klären. So, Lex versucht Creswell auszuspielen. Der setzt so eine Grätsche an. Aber ohne Erfolg. Und auch der nächste Gegner kann ihn nicht stoppen. Kann halt eine gute Chance werden. Stoppt den Ball, legt ihn nach innen auf. Ebbe holt aus, legt ihn dann nach rechts ab. Lex nimmt den Ball mit. Kann von den Strafraum querlaufen. Bringt den Ball nach einem Stolperer unter Kontrolle. Spielt den Ball auf die linke Seite hinaus. Podolski legt erstmal quer. Bernstorff passt den Ball nach vorne. Lex dringt in den Strafraum ein. Holt aus. Gewaltschuss in die Wolken. So, Eckball für die Gegner. Von der linken Seite jetzt. Bowman legt sich den Ball zurecht. Dreht das Ventil nach oben. Schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Teuter Sinani kommt heraus und forst den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Sehr gut. Richtig und wichtig. So, nochmal Eckball für die Gegner. Wieder von der linken Seite. Bowman schlägt mal hart nach innen, aber so hoch kann keiner der Spieler dort springen. Und wir gehen mit dem 0-1 in die Kabine. 1-3 Chancen. Also wir sind schon im Chancenplus. Lex macht ein gutes Spiel, wird auch gelobt. Man sieht ihm wirklich an, dass er zurzeit Spaß am Fußball hat. Das ist schon mal gut. Und wir sagen, macht sie fertig. Also wir haben schon mal auf jeden Fall einen Chancenplus, allerdings, ne? Okay, jetzt steht 2-3 und die kommen wieder mit dem Eckball. Ja, viele Ecken kriegen die auf jeden Fall heute, aber Sinani ist stets auf der Hut und kriegt die Bälle. Jetzt kommt Sidibe, sieht sich Lex gegenüber, spielt auf links außen, stimmt ungestört in den Strafraum. Furuhashi flankt direkt Volley in den Strafraum, gefährlich. Seitfalls hier Sidibe, Sinani reicht den Ball irgendwie und wehrt ihn nach außen ab. Ich hoffe, da sind welche von uns. Keiner setzt richtig nach und der Ball trudelt zur Ecke. Nochmal ein Eckball. Also wie gesagt, die Spanier kommen viel über die Eckbälle. Aber diesmal auf den kurzen Pfosten, aber Bernstorff ist vor der Horn am Ball und kann klären. Gut für uns. So, gelbe Karte für Polozzi wegen Foulspiels. Da muss er jetzt auf jeden Fall aufpassen. Aber der ist jetzt auch direkt wieder am Ball. Schauen wir mal. Abby marschiert auf den Strafraum zu, holt aus, legt ihn dann nach links ab. Ha. Gucken. Ah, setzt sich mit viel Glück auf jeden Fall durch gegen Bowman. Kein Abseits. Ah, Belly kann immerhin einen Eckball rausholen, schon mal etwas. Jetzt Eckball von der rechten Seite für uns. Leo Dotter legt sich den Ball zurecht. Dreht das Ventil nach unten, schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Heute Saviola kommt heraus und forstet den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Ja, wir wechseln mal aus. Nanami kommt für Polozzi rein. So, wieder Eckball für die Gegner. Ja, wie gesagt, Standardsituation. Das ist die spanische Mannschaft auf jeden Fall dabei, FC Elche. So, da passiert aber nichts zum Glück. So, Shomorodov kommt mal für Bailey rein. So, 83. Ein Wechsel tätigen wir noch. Müssen wir nicht, aber machen wir jetzt. So, Ox kommt für Leo Dolter nochmal rein. Für die 7 Minuten. Oh, da kommt FC Eche nochmal mit Sanchez. Spielt einen Steilpass in den Strafraum. Kein Abseits. CDB stoppt den Ball kurz hinter der 16-Meter-Linie. Ich hoffe, da wird jetzt kein Treffer. Aber Ahmed ist sofort da und geht dazwischen. Sehr gut. Richtig und wichtig. Wir gewinnen 0-1 gegen FC Eche. Questwell, eine Fußgelenkstauung. Gute Besserung von unserer Seite aus. Ja, war auf jeden Fall eine ausgeglichene Partie. 3-3 Chancen. Aber bester Spieler war Jürgen De Horn von den Gegnern. Spielwertung 5, schwach. So, wir gucken mal uns die Noten an. Also, da war jetzt auch nichts Wildes dabei an Noten technisch. Ne? Nanami hat nochmal eine 3,5 bekommen am Ende. Immerhin besser als Polozzi. Ja, hier ist jetzt auch nichts. Da war Ihara mit einer 5,0. Okay. Sundberg, De Horn. Also die Abwehr war schon stark bei denen, muss man sagen, anscheinend. Okay. Aber war wichtig.
So, wir gucken mal. Bayern gewinnt gegen Leverkusen 3-1. Dortmund verliert 0-2 gegen Southampton. Ja, und wir gewinnen ja, 0-1 gegen Elche. Fenerbahce hat 2-2 gegen Wolverhampton gespielt. Ja. Was krass hier. So, Europa League, da war ja auch zwei deutsche Mannschaften, meine ich. Frankfurt gewinnt 2-1 gegen Swansea City. Da hatten wir nur eine, nee, zwei, ne? Doch, zwei. Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Celtic. Sehr schön. Beide haben gewonnen. Knapp, aber haben gewonnen. So, Bernsdorf freut sich auf muntern Worte. Abby ist erfreut über dieses Lob. Und Brune, super, der Trainer weiß, was er hat. So, wir gucken uns mal nochmal die Jugend hier an. Ja, müssen wir echt mal gucken, ne? Ja, der hat Stärke 6, der Dimas. Boah, defensiver Mittelfeld, ne? Stärke 5. Mit 14 Jahren. Also aus dem wird noch was. Auf jeden Fall. Da sage ich eine gute Zukunft voraus. Bei dem. So, frisch und Kondition. Jeweils 50. Und, boah, Bayern München sehr stark, ne? Ja, Börner kommt auf jeden Fall mit. Ne? Wie sieht's mit Rutherford aus? Der kommt mal für Lex rein. Golubitski kann auf jeden Fall mitspielen, kommt auch rein. Meffert kommt auf jeden Fall auf der Bank. Wie gesagt, da brauchen wir die besten Leute. Gegen Bayern. Schauen wir mal, jemanden vergessen. Nee, ne? Ne, sonst haben wir alles, okay. Gut, wie sieht's aus? Können wir immer noch auf Raus spielen? Sehr gut. Und wir sind 7 Punkte stärker. Aber man kann schon sagen, 6 Punkte spielen, ne? Das hier heute, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Gegen unsere Tabellennachbarn müssen wir einfach gewinnen. Die Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Sehr gut. Ausverkaufdüte, 10.274 sind aus München mitgereist. Und Thomas D. tippt ein 0-0. Und ja, die Partie hat gerade erst angefangen und direkt der erste Verletzte. Das ist bitter. Leo Dolter verletzt sich direkt. Da muss Lex auf links und Rutherford kommt rein. Boah, ist aber bitter. Direkt in der ersten Minute. Habe ich auch noch nicht so erlebt. Einwurf jetzt durch Golubitski erstmal. Weit in den Strafraum. Bailey verlängert den Ball mit dem Kopf. Aber zu weit für seine Mitspieler. Der Ball geht jetzt aus. Ich hoffe, der ist nicht allzu lange verletzt, der Leo Dolter. Ich hoffe nur vielleicht eine Woche. Hoffen wir mal, ne? Weil wäre jetzt blöd, wenn der auch jetzt so lange ausfallen würde. Bitter, bitter auf jeden Fall. So, Lex setzt sich erstmal energisch gegen Hermann durch. Flankt den Ball hoch vor den Strafraum. Abbe nimmt den Ball mit. Legt ihn nach rechts quer. Ahmed zieht sich Diaz Correa gegenüber. Aber verliert einen Zweikampf. Schade. So, 0-0 zur Halbzeit. 0-0 Chancen. Also hier ist nichts so wirklich los. Daher können wir auch nichts sagen. Und wir sagen, oh ja, und wir muntern die Jungs mal auf. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich will, dass wir die trotzdem schlagen. Raus jetzt! Ja, mal gucken, ob die Ansage fruchtet. So, hier passiert aber auch nichts. Videra kommt mal für Ebbe rein. Ahmed kontrolliert den Ball und wird nicht angegriffen und stürmt plötzlich Richtung Strafraum. Jetzt vielleicht mal. Wird nicht angegriffen. Schießt genau auf den Torwart. Der packt sich ja zu. Sofortiger weiter Abschlag in die Sturmspitze. Aber mehr auch nicht. So, 74. Minute. Einwechsel können wir noch tätigen. Tue ich mir jetzt schwer, die Wechsel. Ich mache aber mal Meffert für Golubitski. Beto marschiert auf Vedera zu, rennt ihn einfach über den Haufen. Ja, und der Schiedsrichter hat das natürlich gesehen. Gelbe Karte für Karaula wegen Reklamierens. Ja, wir spielen 0-0. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung mussten sie... Nein, ne? Ey, nee. Wem habe ich Stammplatzgarantie gegeben? War das der Börtner? Ich glaube ja, ne? Ach, nee, ey. Ehrlich jetzt? Haben wir dem Börtner wirklich Stammplatzgarantie gegeben?
Muskelfaserrisse. 2 zu 0 Chancen auf unserer Seite. Bester Spieler war Ortega. Spielwertung 6, lausig. Da war auch nichts los, ne? Ja, Ortega mit einer 2,0. Ey, jetzt ehrlich, Leute. Haben wir den ehrlich eine Stammplatzgarantie gegeben? Hätte ich mal nochmal reingeguckt, ey. Ach, ey. 100.000, ne? Wie viele Pflichtspiele haben wir noch? 20. 21 plus. Ich weiß nicht, Champions League zählt nicht, ne? Ich glaube, das zählt nur für Liga. Weil Champions League darf der ja eh nicht spielen. Boah, schwierig, ne? Das ist echt bitter. Das heißt, wir müssen den immer 100.000 zahlen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mindestens in der Saison für so eine. Für so gesehen mein Fehler jetzt. Ja, sagen wir mal mindestens. Aber jetzt muss ich mal rechnen. Bestimmt 2,4 Millionen zahlen für sowas. Ich sag mal so, ist jetzt für uns kein Beinbruch, ne? Mit unserem Geld, aber trotzdem. Also ist schon. Na. Wie gesagt, da müssen wir die nächste Saison wieder loswerden. Wie gesagt, na, 34 Jahre alt, hat einen 4-Jahres-Vertrag. Ne? Das ist halt der Blöde jetzt. Ja, weil er für weniger nicht unterschreiben will. Naja. Na gut. Duisburg verliert erstmal 0-2 gegen Leipzig. Frankfurt verliert 0-3 gegen Augsburg. Gladbach gewinnt 2-1 gegen Mainz. St. Pauli verliert 0-1 gegen Wolfsburg. Paderborn spielt 1-1 gegen Leverkusen. Wir spielen 0-0 gegen Bayern. Hoffenheim gewinnt 1-2 gegen Ingolstadt. Viktoria Köln verliert 1-5 gegen Dortmund. Und Nürnberg verliert 1-4 gegen Hertha. Ingolstadt immer noch letzter. Wir haben ja auch verloren, ne? In der Elf des Tages. Polozzi von uns. Von Bayern Ortega. Oh, Burnhamov möchte uns haben. Aus der Premier League. Präsidium nervös. Stadion 11.000. Voll wenig, ne? Sind auch 20. Platz. Also, ja, geht um Klassenerhalt. Beziehungsweise guter Fußball. Naja. Eher Klassenerhalt, ne? Würde ich sagen. Naja. Gut. Transfers. Börtner wechselt von Mainz nach uns. Wir gucken uns das erstmal an, aber ich glaube, der hat eine Stammplatzgarantie, ne? Pedro von Twente Enschede nach Göteborg. Dann haben wir Camavinga von Real Madrid nach Sporting Lissabon. Clark von Kiel nach Man City. Dann haben wir noch Ali Fonte von Everton nach Levante. Pettersen von Düsseldorf nach FC Elche. Ja, das war's. So, Nationalkader. Kennen wir ja immer die typischen Spieler. So, wir spielen gegen Ingolstadt. Spielübersicht hat mehrfach sich verbessert, sehr gut. Börtner Ballsicherheit, ne? Ich weiß jetzt nicht. Von mir aus kann er das machen. Wer hat jetzt nochmal sich verbessert? Jetzt habe ich das wieder vergessen, ne? Na, sonst haben wir ja alle drei. Ach, Waterford macht Ball halten, ne? Weiß nicht. Geht das mit unserem Trainingsstil? Müsste ich mal nochmal gucken. Muss ich echt nochmal gucken. Okay. Ja, wie gesagt, Ingolstadt, ne? So, jetzt gucken wir erstmal den Börtner. Jo, wir haben eine Stammplatzgarantie gegeben. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Aber gut, Leute, was soll man machen, ne? Verletzungsanfälligkeit, Knieprobleme. Ich sag mal so, wenn er sich oft verletzt, dann spielt er sowieso nicht. Ja, ich sag mal so, gegen Ingolstadt könnten wir den einsetzen, ne? 68,3. Ja, also. Ich sag mal so, da ist auf jeden Fall ein deutlicher Überheblichkeitsfaktor, egal wie wir die Spieler jetzt einsetzen würden, ne? Aber ich würde da ein bisschen rotieren. Ich hoffe, damit ich bei Simini ins Knie. Na, aber wir gucken mal. Erstmal ein paar Gespräche führen. So, Golubitski. So, der Leo Dörter fällt eine Woche aus. Mit dem können wir so mal ein Gespräch machen und auch so. So, Rashidi. Und der. Golubitski. So, Meffert kriegt auch nochmal ein Gespräch. Bastosch. Er ist leider verletzt, ne? Was willst du machen? Auch Köttler machen wir auch nochmal. Ja, wie gesagt, mit Börtner doof gelaufen, aber der spielt jetzt eh das nächste Spiel mal. So, tut das Lob sehr gut. Den Leo Dolter ebenfalls.
Mats Brune hat sich eine üble Erkältung zugezogen und verliert 5 frische Punkte. So, Rashidi ist froh darüber, dass sie ihn nicht vergessen haben. Über die Ausrüstung ihrer Mannschaft durch einen großen Schuhfabrikanten erhalten sie 350.000. Ja, dadurch habe ich jetzt zum Beispiel 3 Spiele abgedeckt, ne? Mit dem Börtner. Ja, plus, 50.000 für das 4. Spiel. So, WM-Qualifikation. Deutschland verliert 3-4 gegen Niederlande. Golubitzki hat gespielt, Börner hat gespielt. Ja, Bastos ja nicht, weil er verletzt ist. Belgien verliert 0-20 gegen Spanien. Ja, das haben wir gesehen schon. Zypern spielt 1-1 gegen Österreich. Für eine Gruppe hat denn Deutschland nochmal, habe ich vergessen. Polen, Niederlande, Israel, Wales und Italien noch. Boah, schwierig. So, super, der Trainer weiß, was er macht. Bastos meint, das ist die Hauptsache. Gerach hat eine teure Scheidung hinter sich und könnte in Geldnöten sein, der Schiri. Selber schuld, ne? Macht den Ehevertrag oder so. So, Leo Dolter ist noch Risiko, deswegen kommt der Ochs rein, würde ich sagen. Ja, machen wir so, ne? Oder sollen wir Weatherford spielen lassen? Wie viele Spiele hat der schon gemacht? 7, ne? Ochs. 3, aber der spielt jetzt mal. So, Köttler würde ich auch mal einsetzen. Cavaré auch. So, wir rotieren mal ein bisschen gegen die, ne? Ja, mit Brand, ne? Also ich würde schon trotzdem Brand mitnehmen. Kanda kommt mit. Rashidi. Ne, Rashidi ist noch Risiko, ne? Rune kommt mit. Börtner spielt von Anfang an. Shomorodov spielt auch mal für Bailey. Ansonsten. Ja, Weatherford würde ich auch trotzdem mal reinpacken. Wie gesagt, er kann auch in eine Hose gehen, was wir hier gerade vorhaben. Kann, muss aber nicht. Aber ich bin auf Rau. Ja. Obwohl. Wenig Einsatz, ne? Oder klappt, ey? Also, wer glaubt, er kann das hier locker angehen, ja? Der ist auf dem falschen Dampfer! Die Spieler haben ihre Ansprache verstanden. Ausverkauft Hüte. 15.800 passen da noch rein. Okay, 2.955 sind aus Gelsenkirchen mitgereist. Ja, und Sebastian Vettel tippt ein 0-1 auf uns. So, Rutherford, direkt in der 2. Minute geht's los. Sprintet Richtung Eckfahne. Ahmed versucht, Tresoldi auszuspielen. Wir hätten auch den Brune von Anfang an reinpacken können eigentlich, ne? Fällt mir gerade ein. Na gut. Jut. Oh. Wie geht die Chance aus? Traumflanke, Kopfball Shomorodov und... Jawoll, 0-1. Sehr schön. Erster Saisontreffer für ihn. So, Eckball für Ingolstadt von der rechten Seite jetzt. Abilio legt sich den Ball zurecht. Aber ist ein anderer, ne? Oder ist das unserer Abilio? Ist das der? Ey, wenn das der ist, ne? Dann frage ich mich, was macht der in Ingolstadt? Der hätte ganz klar einen besseren Verein suchen können. Warte mal, da muss ich jetzt mal gucken. Jo, das ist der. Stärke 12. Aber guckt euch das mal an, Leute. Abilio. 8,9 hat der nur noch. 8,9. Aber hier, guckt euch mal die Motivation an. 73. Frische 92, ja gut, das hat ja nichts damit zu tun, aber 73, Team 83, Verein 90, sonst Trainer, okay, damit versteht er sich, Presse, Privat, Ablenkung, Angebote, Spieler hat Übergewicht. Hat er das schon bei uns auch? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber Abilio, was ist mit dir passiert? Also finde ich ganz traurig, was mit dem passiert ist, ne, der hat noch einen Marktwert von 56 Millionen, hat einen 4-Jahres-Vertrag, gilt für alle Ligen. Das heißt, wenn der absteigt, steigt er mit Ingolstadt mit ab. Traurig. So ein guter Mann, ey. Ja, der hat bei uns richtig gut. Ne? Wir können uns nochmal Abilio angucken. Ich weiß, das nimmt sehr viel Zeit gerade in Anspruch, aber
Ganz ehrlich, ne, ich bin richtig schockiert, was mit dem Abilio hier passiert. Guck mal, bei uns 131 Partien, 25 Tore. Von Stärke 5 kam der bei uns. War der bei uns. 2030 waren wir schon da? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Könnte hinkommen, ne? Traurig, Leute. Einfach nur noch traurig, sowas. Spielt überhaupt noch in der Nationalmannschaft? Weil bei uns war der auf jeden Fall in der Nationalmannschaft, das weiß ich. Ja, traurig, aber... Naja, was willst du machen, ne? Unsere Angebote wollte der leider nicht annehmen. Ne, des Öfteren. Kriegt 3,3 Millionen. Auflaufprämie 27.500. Was willst du machen? So schnell können die Spiele abstürzen, ne? Aber okay, weiter geht's. Erstmal nach dem Spiel mit dem Abilio Kaffee trinken gehen. Erstmal ein Käffchen. Ein stolzes Bierchen. So, wir führen 0 zu 1. 1 zu 1 Chancen. Havari spielt nicht so gut. Shomorodov aber schon. Ist sehr stolz darüber. Und wir sagen, macht sich fertig. So, zweite Hälfte. Mal gucken, was passiert hier. Rutherford ist nicht in der Lage, den Ball vernünftig zu stoppen. So, jetzt kommt Abilio. Versucht, Ox auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Bringt das Leder unter Kontrolle. Spielt ihn dann wieder zurück ins Mittelfeld. Kine drischt den Ball Leder hoch, drischt das Leder hoch vors Tor. Direkt nach dem Frühse. Und der Ball zappelt im Netz. 1-1. Eieieiei. So, Lex kommt rein. Was ist mit der Abwehr los, ey? Bernsdorf kommt für Köttler rein. Na, Börtner spielt aber auch nicht. Ja, spielt nicht ganz schlecht, aber auch nicht so berauschend, ne? Polozzi geht auf Windal zu. Versucht ihn zu tunneln. Aber das geht mit Windal nicht so einfach. Komm, ich will das Ding auch nicht verlieren jetzt, um ehrlich zu sein. Ja. Ah, geht gar nicht, ne? Kann ich auf beiden Positionen Bruno auch nicht, ja. Das ist natürlich blöd, ne? Pack trotzdem mal Kandak für Meffert rein. Ja, wir spielen 1-1. 2 zu 4 Chancen. Ja, gut. Da muss ich auf meine Kappe nehmen jetzt, ne? So, nochmal Dopingproben. 2 zu 4 Chancen. Bester Spieler war Shomorodov. Spielwertung 5. Schwach. Ja. Keine guten keine richtig guten Leistungen, so, ja, passabel. Ja, aber, naja, was hat denn der Abilio gemacht? 3,5 war auch nicht so stark. Ja, bitter, ne? Damit landen wir auf Platz 4. Mit dem Sieg wären wir natürlich jetzt auf Platz 3 weiterhin. Mainz ist auf Platz 3, ja, krass. Aber Leverkusen gewinnt erstmal 3-1 gegen Gladbach. Bayern gewinnt 3-2 gegen Paderborn. Dortmund spielt 1-1 gegen Frankfurt. Hertha spielt 2-2 gegen St. Pauli. Augsburg gewinnt 2-0 gegen Duisburg. Mainz gewinnt 1-0 gegen Hoffenheim. Leipzig gewinnt 4-2 gegen Nürnberg. Ingolstadt spielt 1-1 gegen uns. Und Wolfsburg verliert 2-3 gegen Viktoria Köln. So, in der 11. des Tages immerhin der Shomorodov und der Ahmed. Immerhin. Pokal... Spanien. Ist Elche noch dabei? Ja, bei uns. Sieht nicht so aus, ne? Gucken wir mal genauer hin. Nö, die sind gar nicht mehr dabei. Heftig. Heftig, deftig. So, Auslosungen finden hier auch statt.
So, Transfers. Irgendwas Spannendes. Jesus Xabi Alonso wechselt von Sociedad nach Leipzig. Yoga von Freiburg nach Real Madrid. Ja, und das war's. So, in der nächsten Folge, liebe Leute, Champions League gegen Fenerbahce haben wir. Außerdem haben wir das Spiel gegen Mainz 05. Dann haben wir... das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wir haben ja fast Winterpause, Leute. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann 2 Spiele. Weil dann haben wir eine Woche Pause. Und dann machen wir wieder die 2 Spiele plus ein bisschen von der Winterpause. Ja, da werde ich auch wahrscheinlich in der nächsten Folge dann mit euch zusammen den Terminkalender hier füllen. Ja, machen wir dann so, ne? Machen wir die 2 Spiele nächste Folge. Fenerbahce und Mainz 05. Also nicht allzu viel in der nächsten Folge. Ja, wie gesagt, mit Ingolstadt nehme ich auf meiner Kappe auf jeden Fall. Ne? Ja, aber... Ne, ist halt auch ein bisschen Überheblichkeit, ne? Aber was willst du machen, ne? Ja, wir müssen die ja auch mal spielen lassen, ne? Das ist halt so eine Sache, ne? Ja. Aber okay. Passiert ist passiert. So, Börner kommt auch rein. Wir tauschen die Plätze. Köttler kommt auf der Bank. Leo Dolter, wie lange ist der noch? 3 Tage, das heißt, der kann Fenerbahce, weiß ich nicht. Golubitski kommt rein, Meffert kommt auf der Bank. So, Nanami kommt auf der Bank für Brune. Sinani kommt rein, weil er darf ja Champions League nicht mitspielen. So, Lex kommt rein. Leol Dolter, ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Videra kommt auf der Bank wenigstens. Ja, wie gesagt, liebe Leute, ne, ein Sieg, ein Unentschieden gegen Bayern haben wir. Haben wir gegen Bayern gewonnen? Schon wieder vergessen, ne? Ne, haben wir auch Unentschieden gespielt. Also 2 Unentschieden haben wir in dieser Folge gehabt. Und ein Sieg. In der Champions League haben wir wenigstens gewonnen, 0-1. Ja, mal gucken, wie wieder in der nächsten Folge passiert. Wie gesagt, Fenerbahce und wer war der andere Gegner? Habe ich auch wieder vergessen. FSV Mainz 05. Ja, die stehen direkt auch vor uns. Ist auch wieder so ein 6-Punkte-Spiel. Naja, der Burton ist ja da weg und dann noch einer ist da weggegangen irgendwie, wenn mir nicht alles täuscht. In diesem Sinne, liebe Leute, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.